Wir stehen hier vor dem brandneuen Saturn 14, heute vorgestellt auf der Hausmesse bei Nikolai. Neben mir steht Philipp. Philipp ist der Entwickler und der Kopf hinter dem Projekt Saturn 14 und stellt uns heute mal das Rad vor. Genau. Ja, Saturn 14 hat einige Spezifikationen, zum Beispiel die Laufradgröße ist wechselbar, 27,5 oder 29er, beides mit dem Rahmen möglich. Federwege können wir 130, 138 mm abbilden durch die metrischen Dämpfer, die wir verbauen. Und das Rad, wie alle unsere Modelle, ist natürlich Geolution Ready, also Geolution Trail nennen wir die, das Geometriekonzept. Einen flachen Lenkwinkel, einen steilen Sitzwinkel, einen längeren Radstand, einfach um Kontrolle auf dem Trail und Geschwindigkeit mitnehmen zu können. Also wie beim Saturn 11 auch, sehen wir natürlich jetzt hier den stehenden Dämpfer zur Gewichtsoptimierung. Was viele Leute sich natürlich auch fragen ist, wofür ist diese Zugstange, und das kannst du uns bestimmt erklären. Ja, sicher. Also diese Zugstange ist auch dafür da, um Gewicht zu sparen. Diese ganze Region, hier treten sehr hohe Kräfte auf. Vor allem wenn bei einem Bottom-Out, wenn der Dämpfer on Block geht, dann schieben die Druckstreben weiterhin diesen Umlenkhebel und ja, es gibt eine fast plastische Verformung in die obere Richtung. Diese Kräfte müssen wir halt einfach auffangen. Und das machen wir mit dieser Zugstange, die mit dieser Schraube vorgespannt wird. Und dadurch versteifen wir diese Region hier. Und es kann nicht dazu führen, dass der Rahmen hier hochgefährdet ist. Und dadurch natürlich auch leichter gebaut. Genau. Dadurch können wir hier ein leichteres Sitzrohr verwenden. Diese Einheiten können auch leichter ausgeführt werden. Dadurch kann man halt einfach Gewicht sparen. Wieder schön gelöst mit Mutatoren. Du kannst auch bestimmt hierzu noch ein paar Worte sagen. Genau, hier haben wir eine ähnliche Technologie wie beim G1, was auch wir da quasi neu eingeführt haben, dass wir quasi Mutatorplättchen zwischen die Druckstreber einschrauben und somit die Länge definieren können. Diese Plättchen gibt es in 3 mm Schritten und somit lässt sich der Lenk- und der Sitzwinkel um 0,3 Grad anpassen. Das heißt, online findet der Kunde nachher ein Tabellenblatt, wo er sieht, okay, mit welchem Mutator erreiche ich welchen Lenkwinkel, welche Tretlagerhöhe, und dann kann er sich einfach die Mutatorplatte nehmen, einschrauben, und dann ist die Geometrieverstellung. Ich sehe schon wieder viele kleine Detaillösungen, die du dir überlegt hast. Magst du uns 2, 3 davon vorstellen? Gerne. Also wie beim G1 auch oder bei allen anderen Nikolai-Modellen haben wir die Zugführung nochmal angepasst. Das heißt, um möglichst wenig Scheuern am Rahmen zu haben oder quasi durch die Federung gibt es immer Längungen oder Bewegungen in den Zügen. Da haben wir hier neue kleine Detaillösungen, dieser Anschraubpunkt gefunden. Wir haben auch hier die wechselbaren Gewinde im Rahmen. Das heißt, dass also unsere Prämisse ist ja immer, der Rahmen soll langlebig sein, und dann nutzen wir quasi keine Gewinde direkt im Rahmen, sondern immer auswechselbare Gewinde, wie auch hier auf der Bremsaufnahme. Selbe wie es bei der ISCG-Aufnahme, das sieht man jetzt vielleicht durch die Kurbel ein bisschen verdeckt, aber wir stecken die ISCG-Aufnahme jetzt auf das Tretlager und quasi montieren diese dann mit der Tretlagereinheit. Und da kann man sich halt einmal dazu entscheiden, die ISCG-Aufnahme zu nehmen oder einfach einen Spacer dazwischen zu setzen. Da kann man dann noch ein bisschen Gewicht sparen. Ist nicht viel, aber das ist halt auch für die Fahrer, die wirklich ein sehr cleanes Rad haben wollen, keine ISCG-Aufnahme, die können da dann einfach einen Spacer verbauen. Das heißt, du verwendest gar keine Schraube, du steckst es drauf auf das Gehäuse, konterst es mit dem Innenlager und hast dadurch eine feste Einheit. Genau, das ist die axiale Fixierung, und die rotatorische ist durch so ein Vielzahnprofil gelöst, sodass man die Aufnahme dann auch noch im Winkel quasi verstellen kann. Sparst Gewicht, machst es nachhaltig, und der Kunde kann selbst, wenn er Gewinde kaputt macht, immer wieder austauschen. Genau. Und macht seinen Rahmen nicht kaputt. Schön gelöst. Wieder mal ein sehr, sehr schönes Rad, was du da konstruiert hast. Danke. Gewohnt von Nikolai ja auch. Für wen ist denn das Rad? Also es ist ausgeschrieben als Trailbike. Es gibt ja viele Worte dafür, All Mountain. Das Fahrrad ist für den gedacht, der einfach Lust hat, seine Feierabendrunde einfach nochmal schnell im Wald, 1,5 Stunden nochmal schnell auf dem Trail zu sein. Oder auch für den, der ins Mittelgebirge fährt und eine Tagestour macht oder halt auch einen Alpencross. Also quasi ein Allround-Bike, was jetzt nicht für einen Bikepark gedacht ist. Das sagen wir ganz klar, es gibt auch keine Bikepark-Freigabe. Aber für Trailcenter oder für quasi Mittelgebirgstouren auch voll geeignet. Und das ist quasi so die Zielgruppe von dem Fahrrad. Wie schon gesagt, mit Flaschenhalter und den ganzen Detaillösungen, denke ich mal, ein sorglos Rad, wo man sich einfach nur draufsetzen kann. Also eigentlich das perfekte Rad für alle, die nicht im Bikepark fahren. Genau, ja, genau. Ja, sehr schön. Vielen Dank für die Vorstellung, das schöne Rad, und ich bin gespannt.